Grenzgänger auf ins Niemandsland Richtung Osten. Zorge ist ein idyllischer Erholungsort. Ende Januar 1947 kommt Rudolf Pleil wieder hier an. Er kommt nicht allein. Sein Begleiter heißt Karl Hoffmann und stammt wie Pleil aus Sachsen. Beide wollen in Zorge bleiben. Hier werden Waldarbeiter gesucht. Man teilt sie zur Arbeit mit Willi Willing ein. Da hatte ich keinen Arbeiter, war ich alleine. Und da habe ich dann angerufen bei der Firma und da hat sie gesagt, ich soll auf die Gemeinde gehen. Die würden mir Arbeiter zuweisen. Und da bin ich dann hin und da war Pleil und Hoffmann, die hatten mir zugewiesen. Die beiden jungen Männer finden schnell ein Quartier und Anschluss an das Leben im Dorf. Der ist bei uns ein- und ausgegangen, wohnte damals bei Schwiegereltern in Oberdorf. Na und eines Abends kamen sie, lachten und grienten immer. Da hatte die Katze unten von der Nachbarin in der Tasche und die haben sie mitgenommen nach drüben und haben sie als Soßen verkauft. Wir haben zusammen Fußball gespielt. Die waren zwar nicht immer hier, die waren oft mal weg, aber wenn er da war, hat er auch mit uns Fußball gespielt. Also war er eigentlich ein umgänglicher Mensch. Zuerst muss ich sagen, dass der Pleier immer bei uns im Haus war. Meine Schwester, mein Schwager, wir wohnten zusammen. Ein rundes Gesicht, eine stämmige Figur. Und hat eigentlich, so recht und schlecht hier gelebt. Und ich war allein oben. Und mein Schwager war musste noch was besorgen. Meine Mutter musste aber ein steiles Vieh versorgen. Und ich war dann mit ihm allein oben in der Küche. Und hat er noch erzählt vom Seemann, er ist zur See gefahren. Und dann auf einmal macht er die Arme hoch. Die waren alles tätowiert und hat er beide Arme, alles voll mit Uhren. Komische Typen ist man in diesen Jahren gewohnt. Doch Pleil verkauft nicht nur Katzen als Hasen im Osten. Wo er aufkreuzt, ist anschließend immer etwas verschwunden. Mal ein Stück Kleidung, mal ein Stück Federvieh. Keiner durchschaut ihn. Naja, und an und für sich war er unsympathisch, fand ich. So schon vom Äußeren her. Er war so klein und gedrungen und so aufgeschwemmt. Und also man konnte ihn nicht unbedingt mögen. Rudolf Pleil ist auch in Zorge ein häufiger Gast im Wirtshaus. Er trinkt viel, zu viel. Der Waldarbeiter kann es nicht ertragen, wenn er deswegen auf dem Tanzboden abgelehnt wird. Zurückweisung hält er nicht aus. Er verliert die Beherrschung. Auf einmal steht der Pleil vor mir und will mit mir tanzen. Ich wollte aber nicht und habe mich so gesträubt. Da wurde er irgendwie aggressiv. Und ein junger Mann aus Zorge hat das gesehen und sagt zu ihm, lass das Mädchen in Ruhe. Was soll ich das Mädchen in Ruhe lassen? Daraufhin griff er nach einem Bierglas und haute dem jungen Mann das über den Schädel. Nach und nach fällt den Zorger Einwohnern auf, Pleil und Hoffmann führen ein Doppelleben. Mal sind sie als Grenzführer unterwegs und verschwinden für einige Wochen, dann sind sie wieder da und arbeiten im Holz. Und wo Pleil arbeitet, werden Äxte gestohlen. Argwohn macht sich breit. Wer ist dieser Pleil? Wie wir in Holz gingen, da fällt er auf einmal um und kriegt epileptische Anfälle. Nicht? Da hat er um sich geschlagen und da ist er Hoffmann hin, hat der Temner hier oben aufgemacht. Hat ein Eckchen gelegen und dann ist er aufgestanden, aber auch natürlich Marode war Schachmatt. Ne? Aber sonst, er wollte einmal mit mir alleine in Holz. Und da hat meine Frau gesagt, komm nicht in Frage.
Denn auch im Wald von Zorge geht Unheimliches vor. Und eines Nachts haben wir auch Hilferufe gehört, hier oben vom Stauffenberg. Aber wer geht nachts ohne Waffen schon irgendwo hin? Und die haben dann auch eine tote Frau gefunden am nächsten Tag. Nur der Kopf wird gefunden. Den Körper findet die Polizei nicht, so sehr sie auch sucht. Die Spurensuche endet an der Grenze. Das alles geschieht, während die Polizei im Nordharz in Fienenburg nach Gertrud Glöde fahndet. Die Suche erstreckt sich inzwischen illegal in den Osten. Die Großmutter nimmt Verbindung mit Bekannten im östlichen Abbenrode auf. Dort erfährt sie, dass Gertrud am 19. Dezember auf ihrer Heimreise aus Berlin Abbenrode passiert hat und Gepäck bei Ida Puse abstellte. Dabei erzählte Gertrud Glöde auch von der erfolgreichen Haushaltsauflösung in Berlin. Und dann hat sie versucht, unsere Wohnung aufzulösen und eben, was sie tragen konnte, mitzunehmen. Das waren unter anderem unsere Sparkassenbücher. Es waren 3 an der Zahl. Dann hatte sie für mich noch, ich war damals 10 Jahre, eine Puppe ergattert. Die sollte ich zu Weihnachten bekommen. Dann verließ Gertrud Glöde, die Bekannte aus Abbenrode, und machte sich auf den Heimweg. Na, so ein Bauer mit so einem Wagen hatte sie ein Stück mitgenommen. Da ist sie vom Wagen gesprungen und hatte sich im Fuß verknackst. Und da war sie ja fast zu Hause. Das war hier in Abbenrode, das ist hier ein Steinwurf. Auf dem Weg zwischen Abbenrode im Osten und dem Weißen Ross im Westen verlieren sich die Spuren von Gertrud Glöde. Mehr können die Angehörigen nicht in Erfahrung bringen. In diesen Tagen verschwinden Rudolf Pleil und Karl Hoffmann wieder aus Zorge im Südharz. Sie haben einen neuen Erwerbszweig entdeckt. Sie schmuggeln Schnaps aus dem östlichen Nordhausen in den Westen. Eines Nachts geraten sie auf dem Bahnhof in Fienenburg in eine Razzia der Polizei. Reinhold Kalbowski ist dabei. Eines Nachts hatten wir laut Dienstplan mit dem Kollegen Alfred Brunner die Kontrolle des Bahnhofs, wo sich die ganzen Grenzgänger sammelten. Und da sollten wir die kontrollieren. Wer 1 oder 2 oder 3 Schnapsflaschen hatte, die konnten sie behalten. Aber wer mehr hatte, der musste mit zur Wache genommen werden. Nun hatten wir da 2 Herren gehabt. Die hatten jeder einen Rucksack voller Schnapsflaschen. Ich sage, Alfred, die können sie nirgendwo gekauft haben. Rudolf Pleil und Karl Hoffmann werden mit zur Polizeiwache in das Rathaus genommen und dem Inspektor Bleil vorgeführt. Und der Inspektor Bleil sagte, was sollen wir mit denen machen? Wir haben keine weitere Anordnung, also nimmt denn die Flaschen ab und lasst sie laufen. Wir wussten nicht, dass wir die Mörder hatten. Noch in der gleichen Nacht verlassen Pleil und Hoffmann fluchtartig Fienenburg und fahren wieder in den Südharz, zurück nach Zorge. Ihr Anlaufpunkt dort, die Gaststätte Braunschweiger Hof. Auch hier trinkt der Alkoholiker ein Bier nach dem anderen. Beim Saufen im Braunschweiger Hof lernt Pleil einen Hamburger Kaufmann kennen, der in den Osten will und bereitwillig die Zeche des betrunkenen jungen Mannes bezahlt. Es ist der Abend des 14. April 1947. In dieser Nacht sind auch Ruth Senz und Ingrid Matiske in Zorge unterwegs. Die Freundinnen kommen spät von einem Fest nach Hause. Wir hatten eine Geburtstagsfeier bei unserer Freundin. Und wir hatten auch schön gefeiert und sind auch länger geblieben, als wir eigentlich sollten. Aber es war so gemütlich und dann sind wir auch gegen 1 erst nach Hause gegangen.
Und da haben wir erst meine Freundin nach Hause gebracht und ich musste dann die andere Richtung noch ein Stück ins Oberdorf rauf. Aber es war die Nacht so gräulich, die Hunde bellt, das war irgendwie unheimlich. Rudolf Pleil führt den Hamburger Kaufmann aus Zorge heraus. Aber Pleil ist nach dem ausgiebigen Trinkgelage ohne Orientierung. Betrunken unterläuft ihm ein folgenschwerer Fehler. Er geht nicht in Richtung Grenze. Der Kaufmann bemerkt den Irrtum und es kommt zum Streit. Pleil zieht eine Axt aus dem Rucksack, erschlägt den Kaufmann und wirft ihn den Abhang hinunter in den Bach. Dann beschließt er, die Tat einem anderen anzulasten. In diesem Haus soll man den Mörder vermuten. Pleil läuft absichtlich rückwärts zu dieser Hintertür. Zum gleichen Zeitpunkt, es ist 1 Uhr nachts, betritt Ingrid Matiske ihr Elternhaus, ohne zu ahnen, dass sich jemand an der Hintertür zu schaffen macht. Und als ich die Tür zumachte, in dem Moment wollte jemand hinten rein und ging auch ziemlich. Und ich hatte Angst, bin natürlich schnell raufgelaufen und habe meinen Vater gerufen. Ich sage, Vater, steh doch bitte mal gleich auf. Da ist jemand an der Tür, da wollte jemand rein. Und der schimpfte mich natürlich aus, dass ich so spät nach Hause kam. Und somit habe ich ihn ja nicht gesehen. Noch ist den Bewohnern des Hauses nicht klar, was sich vor der Tür zu ihrem Garten in dieser Nacht abgespielt hat. Erst am nächsten Morgen wird die Leiche des Kaufmanns im Bach entdeckt. Wir Kinder haben dann plötzlich gesehen, dass hier am Bach irgendetwas passiert sein musste. Und neugierig waren wir natürlich und sind dann hierher gelaufen. Die Polizei erkennt die Spur zur Hintertür als falsche Fährte. Sie birgt die Leiche und stellt Nachforschungen an. In den nächsten Tagen kam der Verdacht auf Pleil, weil der Hausmeister vom Braunschweiger Hof ursprünglich mal die Axt, mit der Pleil beim Holzspalten gesehen worden ist, gehabt hat. Und er dem Pleil im Vorbeigehen gesagt hat, lass dich nicht von der Besitzerin des Braunschweiger Hofs erwischen, denn du hast unsere Axt geklaut. Pleil ist mittlerweile über die Grenze verschwunden und weiß nicht, dass er jetzt als Mörder gesucht wird. Eine Woche später kehrt er ahnungslos nach Zorge zurück. Noch vor dem Ortseingang entdeckt ihn der Forstlehrling Horst Senz. Der war in der Forstlehre und mit noch einem Kollegen. Und die sind bei einem Waldarbeiter vorm Haus. Dann kam dieser Pleil mit einer jungen Frau da vorbei. Und mein Mann sagte, Mensch, das war doch der eben. Darauf sein Kollege, das glaubst du doch nicht, dass der nach einer Woche, nach so kurzer Zeit schon wieder hier vorbeigeht. Dann hat er gesagt, wart's mal ab, wenn wir nach Zorge kommen, dann haben sie ihn gekatscht. Horst Senz kann die Polizeistelle im Dorf telefonisch benachrichtigen. Anschließend setzt er sich auf sein Fahrrad.